Ich bin Josef Rempfle von Appenzell, spiele Gigo und Akkordeon. Ich bin im Appenzeller Echo, wo seit 1997 gegründet worden ist. Und wir spielen traditionelle Streichmusik, wir spielen Akkordeonmusik, Hackbrettmusik mit Gesang auch, mit den Totalen schwingen. Und etwa die zwischendrin hört man auch vielleicht ein Freundstück, also mal ein irisches oder ein Jazzstück, kann es auch mal sein. Am liebsten eine grosse Mischung. Musik bedeutet mir sehr viel. Ich habe schon überkommen mit der Muttermilch quasi näher als Bub in der Bauernfamilie. Wir haben sie gesungen. Mit 7 habe ich den Töre in die Gegenstand und ja, hat dann Hasen angefangen. Aber Singen war all wichtig und das Musizieren nebst dem Arbeiten. Also die Musik macht mit mir emotional viel, weil ich mich verwirklichen kann. Es ist wie eine zweite Stimme. Zusätzlich gibt es so ein Ritual, wenn wir da spielen gehen, wenn die Schwingungen quasi wieder ein Ritual kommen vom Publikum. Das ist fast nichts vom Schönsten. Freude machen und hat eine selbe Freude. Ja, das Instrument, das ich hier spiele, ist aus 1988. Da war ein Gigenbauer in Appenzell, Michael Ledfuss. Und ich habe sie hier ja, in jungen Jahren können, also bestellt und dort zuschauen, wie er sie gebaut hat und nachher gespielt. Ja. Ich hatte vorher noch andere, ältere, das ist jetzt eine neue, aber ja, die Älteren waren teilweise unheimlich teuer und die habe ich hier gerade so vermögen und ich spiele sie gerne spielen. Eines meiner Lieblingsstücke ist das traditionelle, ganz ein altes Stück, das einen Namen hat. Viele haben keinen Namen. Und der Hans Eppen mal hat erzählt, in diesem Alp oben ist mal ein Bübli von draussen gekommen, da war Spanien noch nicht gesehen und hat die Melodie gepfiffen, im meisten Teil. Ein Musikant hat das aufgefangen und hat es verarbeitet in dem Walzen. Und weil der Bub nichts gesehen hat, heisst der Stück eben «Der Blind Appenzell». Ja, wenn man die Kultur nicht kann, konsumieren oder auch nicht gehen. Ich finde, mit der Zeit verändert sich der Mensch. Auch ich habe mich verändert. Das ist sehr, auch die Distanz wird anders zu den Leuten, auch wenn nichts da ist. Und das finde ich sehr schade, weil man hat doch bei Konzerten oder trifft nach dem Konzert Leute, die immer viel gehen oder auch wo der Austausch ist wie nochmal da. Oder? Das ist schade und ich hoffe, das kommt wieder. Also sicher freue ich mich am meisten, dass man die Maske dann noch mal anlegen muss und dann wieder da Freude bereiten. Also das ist dann auch das Wichtigste, wenn man Musik da machen und die Leute haben Freude. Das fehlt mir.